Willkommen bei Polaris, eurem Jugendmagazin im Frankenfernsehen. Ich bin die Sophie und stehe hier am Dach vom Cinecittà in Nürnberg, weil hier am Wochenende vom 13. bis zum 15. März das Jugendfilmfestival stattgefunden hat. Wir waren live vor Ort und zeigen euch jetzt, wer alles die Preise abgeräumt hat. Janika, du bist bei diesem 27. Mittelfränkischen Jugendfilmfestival ja in doppelter Mission unterwegs. Du warst Plakatmodel und bist auch in der Jury aktiv. Wie ist es für dich, dich an jedem Plakat zu sehen? Es ist immer noch sehr ungewohnt. Und die Juryaufgabe, ja, was waren denn da deine Aufgaben? Und wir haben dann eben an einem Tag fünfeinhalb Stunden, glaube ich, lang Filme angeschaut, uns Notizen dazu gemacht. Wie ist es für dich, die Preisverleihung rückt immer näher. Bist du nervös oder bist du gespannt? Ein bisschen nervös, ein bisschen gespannt, ein bisschen Vorfreude, alles, ein bisschen von allem einfach. Ich hoffe, wird alles glatt laufen und ja. Wenn jetzt jemand Interesse an der Jury hat und sagt, da würde ich auch gerne mal mitmachen, wie ist es? Kann man sich bewerben oder wird man von der Organisation berufen? Man kann sich bewerben. Wer von euch in die Jury möchte, meldet euch einfach beim Parabol. Das hier ist Deutschlands schönster Filmpreis. Neben mir steht der Preisträger in der Kategorie Professional mit seinem Film 11 Years. Was war da so das Lustigste oder vielleicht Spannendste, was so passiert ist in den Drehtagen? Weil alles rundlaufen tut ja meistens nicht. Das Witzigste war, als wir am Strand in Holland gedreht haben und wir eigentlich mit gutem Wetter gerechnet hatten und auch schon mal vorher dort hochgefahren sind. Und genau an den Drehtagen, wo wir dann da waren, gab es schlechtes Wetter und ja, trotzdem sind die Schauspieler ins Wasser gesprungen. Das fanden wir ganz toll. Du hast ja in der Kategorie Talent den zweiten Platz gemacht. Mit welchem Film war das denn? Der Film war ein Musikvideo und es ging um einen Mann, der an den Alkohol gebunden war, förmlich, und den dringenden Wunsch hatte, trotzdem immer noch eine Nacht des vollen Betrunkenseins zu erleben. Und es ging dann um den Abschied, den er von Alkohol nehmen musste. Wie viele Drehtage hattet ihr da? Das war das, weil Musikvideo, es war ja wahrscheinlich alles relativ in der Gegend, schätze ich mal. Das haben wir an einem Tag, haben wir eigentlich alles gedreht, in Fürth und Umgebung. Ging recht flott. Jetzt zum Thema Schulnoten. Also ich weiß noch, ich war bei meinem Abi total im Stress und deswegen wird schon seit Jahren hin und her diskutiert, ob man die Noten nicht einfach abschaffen soll. Die Julia und die Nicola waren in Nürnberg unterwegs und haben euch gefragt, was ihr davon haltet. Und sie haben sich auch mal an ihre eigene Schulzeit zurückerinnert. Am 30. April ist das wieder soweit. Für knapp 40.000 bayerische Schüler steht die erste Abi-Prüfung an. Und ich muss sagen, für mich war die Abi-Zeit eigentlich relativ entspannt und ich würde es auch, glaube ich, nochmal schreiben sogar. Ganz ehrlich, wie kannst du was sagen? Bei mir war es ungefähr die psychische Hölle und ich wollte unbedingt den bestmöglichsten Schnitt haben. Hat's geklappt? Nein. Viele Schüler stehen unter großem Druck. Häufig stellt sich die Frage, ob die Noten die tatsächliche Intelligenz des Schülers repräsentieren. Seit Jahren wird über eine Abschaffung der Noten diskutiert. Bei den Schülern gehen die Meinungen auseinander. Ja, es wäre schon gut, aber irgendwie, man muss ja irgendwie schon die richtige Leistung haben, um in die nächste Klasse zu kommen. Schlechte Idee. Ja, weil dann weiß man nicht mehr, wo man steht halt mit den Noten. Gibt's halt nichts, wo du sagst, ja, dafür strenge ich mich jetzt an. Ich finde, Schulnoten sagen irgendwie sowas, zeichnen keine Leistung aus. Ich weiß nicht, ob dann Schule halt noch sich Mühe geben werden, wenn es gar keine Noten gibt und überhaupt keinen Druck mehr gibt. Also ich finde, dass die Bewertung gut ist. Ich meine, wie soll man sonst wissen, ob man was richtig gemacht hat oder nicht? Naja, aber das ist ja nicht individuell und wenn dich ein Lehrer nicht mag, kann es auch sein, dass er dir einfach eine schlechte Note reindrückt. Ja, aber das sollte ja nicht die Regel sein. Schauen wir mal, was die Lehrer dazu gesagt haben. Ich finde es etwas problematisch, weil, glaube ich, viele Schüler schon auf ihre Noten warten auch und für Schüler das als Bewertungsmaßstab durchaus in Ordnung ist. Ich denke mal, den Schülern wird es gefallen. Uns Lehrern, denke ich mal, würde vielleicht ein Druckmittel genommen werden. Aber von Lehrerseite wäre es einfacher, aber von Schülerseite, die Schüler brauchen auch ein Feedback und das lässt sich durch solche Gutachten und so weiter schwer bewerkstelligen.
Also prinzipiell fände ich es nicht schlecht. Die Problematik ist, dass halt das aktuelle Schulsystem überhaupt nicht darauf ausgelegt ist, dass es keine Noten gibt. Also ich finde, Waldorf- und Montessori-Schulen haben eigentlich ein gutes System. Immerhin werden da die Schüler individuell bewertet. Aber das kann doch in der Oberstufe gar nicht funktionieren. Das funktioniert relativ gut. Ab einem gewissen Alter ist es für die Kinder auch hilfreich, sich in einer standardisierten Welt einordnen zu können. Vor diesem Alter ist es für viele Kinder auch hilfreich, eben auf so eine Beurteilung vollständig zu verzichten. Und ich lerne dann auch nicht mehr für diese Note, sondern ich lerne, damit ich es kann. Also ich weiß ja nicht, ich kann mir das nicht wirklich vorstellen, so ganz ohne Noten. Naja, ich finde es eigentlich ganz cool, aber ich denke, in den nächsten Jahren können wir nicht damit rechnen. Deswegen schreibt ihr dieses Jahr wohl noch ein Abi mit Noten. Viel Spaß dabei. Jetzt weg von den Noten und dem ganzen Schulstress und hin zur Musik. Das ist für viele nicht nur ein Schulfach, sondern eine Leidenschaft. Das Badentreffen in Nürnberg ist mittlerweile schon zur Tradition geworden. Zum 40. Mal treffen sich auch dieses Jahr wieder alle Art von Musikern und Newcomern. Ganz besonders begehrt ist ein Platz auf der Bühne von der Musikzentrale Nürnberg. Meine Kollegin Daria erzählt euch jetzt alles, was ihr über die Bands wissen müsst. Ich bin hier am Lorenzer Platz und hier werden während den 3 Tagen die 15 Bands beim Badentreffen auftreten. Seit 2008 gibt es schon das Sparda-Voting und zur Online-Wahl steht jeweils eine Band aus jedem bayerischen Regierungsbezirk. Der Gewinner des Votings darf dann auf der Mutzbühne spielen. Und wir haben uns die 7 Bands mal genauer angeschaut. Los geht's in Unterfranken, denn da kommt nämlich die Band Michael Hilberls Global Player her. Ihre Texte spiegeln eine Botschaft wider. Sie wollen den Zuhörer dazu animieren, sich selbst zu finden. Jetzt nach Oberfranken. Whiskey, you're my best friend, the best I ever had. Whiskey, you're the brick that never leaves. You push me when I'm happy and you back me when I'm sad. Every drop tastes like a lovely woman's kiss. Hey! Die 8 Musiker von Kilkenny Knights kommen aus Coburg. Und wie der Name schon ein bisschen andeutet, hat ihre Musik etwas Irisches. Sie verbinden Celtic Rock mit traditionellem Folk. Dazu passen auch ihre Instrumente wie Mandoline und Dudelsack. Ihre Musik wird auch gerne des Teufels Tanzmusik genannt. Perfekt, nicht nur für einen Pub, sondern auch für das große Festival. A Drink a Song wurde übrigens auch in der Kategorie Video des Jahres 2014 auf den 2. Platz gewählt im Ranking von CelticRock.de. Wir schauen in die Oberpfalz. Aber hallo, das ist der Name der nächsten Band aus dem schönen Regensburg. Die 5 Jungs schreiben ihre eigenen Texte und ihre Musik ist ein Mix aus Kraftklub und Casper. Das klingt dann ungefähr so. Ich hätte gerne Platte, will einen richtig krassen Hit. Ich will Texte mit viel Sinn, leider schreibe ich nur Shit. Ich will jetzt in die Top 10, jetzt, jetzt oder nie. Hafti gibt es leider schon, ich bin nur eine Kopie. Scheiße, das hier wird mein Hit, egal ob er euch gefällt. Auf nach Niederbayern, genauer gesagt nach Landshut. Da kommen nämlich die 3 Jungs von Echophon her. Auch sie schreiben ihre Songs selbst und legen dabei viel Wert auf Natürlichkeit und Melodik. Damit konnten sie sogar schon beim Bandwettbewerb Rock in der Villa 2011 überzeugen. Ihr Deutschrock mit den klassischen Rock-Elementen klingt perfekt für einen Roadtrip. Ja, ich weiß, es bleibt wenig Zeit, doch ich bleib. Doch damit nicht genug. Aus dem schönen Schwaben tritt die Band No Spam an. Die 5 Jungs aus Königsbrunn sind schon vor 2 Jahren durchgestartet. Sie haben sich den Titel als Augsburgs Newcomer 2013 geholt und damit die Aufmerksamkeit von Labras Banda auf sich gezogen.
Mit ihrem alternativen Deutschrap sind sie mehrmals als Support für Labras Bande aufgetreten. Das hier ist alleine mein Leben, das ist mein Augenblick. Die zwei Jungs von der Band Die 52er sind aus Erlangen in Mittelfranken. Sie mixen klassischen Hip-Hop mit Rock und Electro und ihr Rap klingt fast schon etwas satirisch. Doch sowohl im Studio als auch live haben sie einiges zu bieten. Nicht stressen lassen, wir kommen schon klar. Lass sie reden, Gläser hoch, cheers auf das Leben. Ist mir egal, denn mir geht es gut. Hey, mit dem, was ich tu, komm mit uns. Vielleicht fühlst du es auch du. Mami, die Welt bunt, so wie sie mir gefällt. Mach nur, was mir gefällt. Mach du, was dir gefällt. Außerdem ist die Band The Lost and Found dabei. Das sind vier Musikstudenten und die treten für Oberbayern an. Leider sind sie zurzeit ziemlich im Stress und konnten uns deswegen keine Videoaufnahmen mehr schicken. Aber trotzdem haben wir jetzt eine Kostprobe für euch. Die Band The Lost and Found haben sich erst Ende 2014 zusammengetan. Sie sind also noch absolute Neulinge auf dem Hardrock-Gebiet. Das heißt aber nicht, dass sie nicht ordentlich Eindruck hinterlassen. Bis zum 15. April könnt ihr noch für eure Favoriten abstimmen auf der Homepage von der Musikzentrale Nürnberg. Dann könnt ihr selber mitentscheiden, wen ihr im Juli live auf der Mutzbühne erleben wollt. Bis dahin verabschieden wir uns. Das war schon wieder mit Polaris für diesen Monat. Wenn ihr auch irgendwas mit Medien machen wollt, meldet euch bei uns unter www.polaris-tv.de und vielleicht dürft ihr dann auch bald moderieren. Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Polaris.